Ich weiß, es ist übrigens voll lustig bei Squid gewesen. So will ich einfach sein ganzes Feld durch rote Beete ersetzt. Hat meine Tiere gekillt, deswegen werde ich heute sein Haus anzünden. Wieso willst du mal gleich das Haus anzünden? Ja, jo, weil er meine Tiere gekillt hat. Dafür gibt's kein Ding. Hä, hey, da hat er nicht alle gekillt, bestimmt. Ja, er hat zwei übrig gelassen, immer, aber trotzdem, Digga, zwei Tiere gewesen. Arme Tiere. Die wollten schön Massentierhaltung leben und er lässt die jetzt da so freiräumen. Alter. Ich kann sowas nicht. Der hat sie erlöst von ihrem Leid. Nein, hallo, ich bin ein Mensch von UNICEF. Ah ja, Peter. Ja, ich bin für Massentierhaltung. Ah, okay, Anti-Peter. Hm. Shandys Haus ist cool, hier immer am Deckste frohe Ostern, Bürgermeister Rietze. Ja. Mir fällt gerade ein, wir können hier schon Kisten rumstellen, frohe Weihnachten. Digga, einfach nur das Gag, muss ich hier eine Kiste daneben machen. Weihnachten, Bürgermeister Rietze. Ja, komm, ich mach das einfach. So eine Kiste daneben. Für den Map-Download. Aha. Wie kann man nochmal eine Kiste kopieren? Was kopieren? Also mit den Items dran, ne? Ah ja, mit STRG und mittlere Maustaste. Ne, bei mir geht das nicht. Also nicht Shift, sondern STRG. Ich weiß. Mittlere Maustaste, ne. Hey, bei mir geht das. Ich habe einfach Knöpfe als Weihnachtsgeschenke genommen. Ja, was machst du? Ich baue einen Weihnachtsbaum hierher. Neben die Küche. Der kreischt jetzt, ist das auch fertig. Ja. Okay. Ist genug eingerichtet. Hier ist zwar noch alles leer, aber... Ja. Egal. Scheiß drauf, Digga. Ich hab keinen Bock mehr auf Tankelsbaum. Hast du echt keinen Bock mehr? Nein, Digga. Will ich, also ich hab nicht mehr Bock auf den Ich will dein Haus fertigstellen. Ach so. Haus. Okay. Aber das machen wir ganz normal im Survival. Ja. So, den Knopf weg. Ja, und jetzt habe ich nur noch mein vorheriges Zeug. Alles klar. Ja, hast du schon Ideen hier für die obere Etage? Also ich habe hier schon mal ein paar Dinger vorhin angebracht. So. Melonengolems. Melonengolems, okay. Das wäre gut, ne? Total. Alles klar. Ich brauche mal Glowstone. Ich bin gerade im Nether, springst du mit. Ah, das wäre geil. Oder diese anderen leuchtenden Teile. Ah, hier. Pilzlicht, genau. Den kann ich eigentlich auch nehmen. Ja. Hast du gerade im Inventar? Mhm. Ne? Achso, ja, kannst du gerade benutzen. Ist ja eigentlich dasselbe. Genau. Sieht halt anders aus. Was nehme ich auch da oben? Da wollte ich noch ein anderes Material nutzen. Steinziegel, ja genau. Die hören sich gut an. Ja, die habe ich noch gar nicht verbaut. Ich muss eigentlich mein Haus noch brandsicher machen. Naturdrops und Ernteprodukte, das ist mittlerweile irgendwie alles eins. Ich habe jetzt einfach mal die Kisten aufgeteilt. Aber hier den Stein würde ich mal in die andere Chest tun mit den Kobbel. Passt besser. Ach, jetzt machst du wohl die Portalverlinkung zu Blutzylinder. Ja, ja. Hast du ihn gefunden? Nee. Von meinem Geist, das habe ich nie gemacht. Und das muss ich nochmal machen. Du musst aber auf die Blickrichtung achten auch. Ach so, ist das wichtig? Ja, meistens. Wenn die... Das war geteilt durch 8, ne? Genau. Wenn du im Nether bist, musst du mal 8 machen. Wenn du in der Oberwelt bist, musst du durch 8 machen. Also, bei den Koordinaten muss ich im Nether jetzt mein Portal machen, ne? Ja, genau. Und mit der richtigen Blickrichtung. Also guck bei F3, in welche Richtung du guckst. Das sieht man ja. Ah, ich muss das noch hier einen runtersetzen, doch. Oh nein, jetzt baue ich das ja wieder auf der Ebene. Alter, bin ich dumm? Was ist denn nur? Maybe. Jetzt endlich. Oh, mein Gehirn hat's gecheckt, was ich will. Wir haben immer mal Beef, musst du wissen. Mein Gehirn streikt manchmal einfach. Ich glaube, ich werde bald Comedian. Was? Bülent Ceylan und Paul Panzer. Ich werde besser als die alle. Das sind deutsche Comedians nicht mal lustig. Wenn jemand der lustig ist, ist der Kristall. Wenn jemand der Mario Barth oder sowas feiert, Junge. Oh nee. Ja, Olli Pocher von Kennedy ist halt ein bisschen nur. Der geht mir zusammen mit RTL auf den Sack. Hm. Kannst du mir bitte erklären, wie der Wendler in der DSDS-Jury gelandet ist? Kannst du mir das mal bitte erklären? Keine Ahnung. Einfach weil er ein Meme war. Und da hat er dann noch eine Kaufland-Werbung gemacht und dann Corona geleugnet. Du hattest mich noch wem, hallo, ich kann den Text nicht. Ist auch egal, weil man den Text nicht kennen sollte. So. Ja, genau. Hier ist irgendwie immer noch dunkel, ey. Hier steht zwar alle 2 Meter so eine Fackel gefühlt, aber das macht's irgendwie nicht besser so. Aber egal, ich habe jetzt mein Hausdach fertig. Jetzt brauche ich nur noch Fensterscheiben. Und von außen sieht das auch ein bisschen blöd aus mit diesen komischen Steinen hier. Ich muss die nochmal austauschen, das ist ja grausam. Aber was kann man da hinbauen, was gut aussieht? So, also ich hab's jetzt verbunden, vielleicht willst du es dir mal gleich angucken. No. Ey, Gas sind so nervig, ich hasse die. Ja,
die sind auch jetzt schlimmer geworden, seitdem du noch in diesem einen Biom spawnen, glaube ich, gell? Junge, dieses Geräusch vor allem, ja, das Ding ist, wenn man halt genau... richtig nervig haben wir. Ja, vielleicht nerven sie die irgendwann mal wieder, also dass die schwächer werden. Obwohl die ja das Spiel generell irgendwie immer schwerer machen wollen. Die bringen ja auch diesen komischen Höhenboss da rein, der einen one-hitted fast, ja, mit Netherite. Ja, ganz komisch. Finde ich übertrieben. Die wollen Spielschwieriger machen, aber irgendwie feier ich das nicht. Nee, das zerstört teilweise. Hä? Ich hab getoppt. Ja. Was ist nochmal Fluch des Verschwindens? Damit die Items, die spawnen, wenn du stirbst, genau. Das heißt, die werden dann gelöscht aus dem Inventar. Ganz kurz, wenn ich ein Item habe, das Verzauberung hat, werden alle Items gelöscht. Nein, das eine Item nur, was verzaubert ist. Oh mein Gott, Digga, ich mach das sowas von auf deine Best. Ich töte dich mal so, mach das auf eins von deinen besten Sachen und töte dich dann wieder.